Heute gibt es mal wieder einen Alltagsvlog von mir, weil viele von euch haben gesagt, dass sie das öfters sehen möchten. Und ich dachte mir, heute ist mal wieder so ein Tag, wo ich das mal machen könnte. So. Und ja, heute Morgen war hier mega der Stress, beziehungsweise eigentlich nur bei mir, weil ich richtig fett verschlafen habe. Irgendwie, normalerweise stehe ich um 7:15 ungefähr auf. Heute habe ich bis 7:30 geschlafen, auch gut. Mein Bus kommt, glaube ich, immer so um 25. Dementsprechend habe ich den verpasst und um 7:15 beginnt bei uns Schule, also 7:15. Also hatte ich eine Viertelstunde Zeit, um mich fertig zu machen und da zu sein. Habe ich natürlich nicht geschafft, war um 8 Uhr dann endlich mal da. Musste meinen Vater noch von der Arbeit holen, damit er mich zur Schule bringt, weil kein Bus gefahren ist. Und das war sehr gut, deswegen nicht wundern über das, was in meinem Gesicht los ist. Heute sind Pakete angekommen, 2 Stück. Ich kann euch aber leider nur 1 davon zeigen, weil das eine davon ist nicht für mich und es könnte sein, dass die Person, für die das Paket ist, das hier gucken könnte. Beziehungsweise ist es sehr wahrscheinlich, dass sie das anschaut. Das andere Paket, das zeige ich euch natürlich gerne. Ich habe nämlich bei Cosmetic for Less, glaube ich, bestellt, weil die dort diese Red Cherry Lashes haben und keine Ahnung, durch Nihan und Nilo bin ich mega auf den Geschmack gekommen, falsche Wimpern drauf zu machen, weil das bei den beiden so schön aussah und ich habe das ja letztens dann auf der Pyjama-Party-Tour auch gemacht, weil ich mir sonst nackt vorkam. Und Nilo hatte ja gesagt, dass ich mal Red Cherry Wimpern ausprobieren soll. Ich wollte mir die generell mal bestellen. Jetzt habe ich es getan, unter anderem. Ich zeige euch die anderen Sachen natürlich auch. So, wenn ich den ganzen Bömmels hier öffne, kommt mir erstmal so ein Ding entgegen. Und dann schauen wir mal. Gut, also hier sind direkt mal die ganzen Wimpern, die ich bestellt habe. Es sind ein paar mehr geworden, weil ich mich nicht entscheiden konnte und mir so dachte, komm, Wimpern kannst du eh nicht so oft benutzen. Ich meine, ich werde sie sowieso nicht oft tragen, weil ich nicht so der Typ für diese Unnatürlichkeit bin, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich wette, ich werde die auch einfach mal so drauf machen, wenn ich zu Hause den ganzen Tag am Gammeln bin, weil voll oft, ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich schmink mich einfach richtig oft zu Hause richtig krass, also Full Face, alles drauf einfach, obwohl ich den ganzen Tag zu Hause rumhänge, einfach weil es mir voll Spaß macht. Die sind ja auch überhaupt nicht teuer. Ich glaube, pro Stück irgendwie 2,75 oder so. Und das ist für Wimpern schon echt gut. Einmal hier habe ich die 46er von Red Cherry bestellt. Da. Die muss ich sagen, finde ich jetzt, wenn ich sie in live sehe, aber gar nicht mehr so schön. Weil die hier diese, also dieser Ansatz von den Wimpern ist relativ schwarz, beziehungsweise halt so nah aneinander gebunden und das sieht immer ziemlich unnatürlich aus. Und ansonsten habe ich halt nur so natürlichere bestellt, wo halt das Wimpernbändchen oder wie das heißt, kein Plan, so durchsichtig ist, also so. Und das hier sind jetzt die 213er, könnt ihr dort sehen. Also die fand ich mega schön, weil die halt nicht so lang sind und ziemlich natürlich aussehen. Also die könnte ich theoretisch auch mal irgendwo draußen tragen, wenn ich auf irgendeiner Veranstaltung bin oder was weiß ich. Die fand ich auch sehr cool. Das sind die 523er. Die sind mal so ein bisschen dichter und dann wieder weniger dicht und ich fand, die sahen ganz cool aus. Die sind zwar ziemlich lang, aber ich glaube, die sehen trotzdem relativ natürlich aus, hoffe ich zumindest. Und dann habe ich noch welche bestellt, die 103er, das war aber ein kleiner Fail, weil guck mal bitte, wie krass lang die einfach sind. Oh mein Gott, die sehen ja mal sowas von unnatürlich aus. Die sind sogar noch länger als die hier. Okay, nein, eigentlich sind sie nicht länger, aber sie sehen irgendwie trotzdem unnatürlicher aus, finde ich. Aber ich meine, für 2,75 € schicke ich sie jetzt auch nicht zurück, weißt du? Das ist dann auch wieder dumm. Und dann habe ich noch welche bestellt von Leni Lash. Das ist so eine andere Marke, die es bei Cosmetic for Less gab. Das sind die 128er. Die habe ich bestellt, weil die so
super natürlich aussahen, beziehungsweise so cool auseinanderfallen. Also die sind so, ich glaube, den nennt man Wispy Lashes oder so. Die von Red Cherry waren nämlich alle ausverkauft, aber ich wollte unbedingt solche haben. Und die werde ich auf jeden Fall demnächst ausprobieren. Wir sind ja auch nochmal auf Pyjama Party Tour, also einmal in Hamburg am Samstag, also am 27. und in Berlin am 28., also am Sonntag. In Berlin wird das im Privatclub sein oder so, heißt der Club, glaube ich. Und in Hamburg ist es in Hamburg-Altona, also nicht direkt in Hamburg, sondern Hamburg-Altona. Da könnt ihr auch gerne nochmal schauen. Ich lasse euch den Link nochmal unten in der Infobox. Mein Papa ist nach Hause gekommen. Yay. Hallo, bin wieder da. Jedenfalls die da noch. Die kosten auch 2,75. Dann noch so ein Schwämmchen hier. Das ist dieses Real Techniques. Dieser Miracle Complexion Sponge. So. Ich glaube, Mira, also Funny Pilgrim, hat den auch. Und die hat den immer in den Videos benutzt. Und deswegen, ich weiß nicht, ich fand den immer voll cool. Und dachte mir, das wäre eine gute Gelegenheit, den jetzt zu bestellen. Auch wenn das dann schon das zweite Make-up-Eye-Sponge-Ding irgendwas ist, was ich habe. Jedenfalls habe ich noch ein letztes Produkt bestellt. Und zwar ist mein Eyeliner leer gegangen, beziehungsweise ausgetrocknet. Das war dieser von Essence, den ich euch auch in meinem First Impressions beziehungsweise Essence-Test-Video gezeigt habe. Da fand ich den noch richtig gut, aber Essence Eyeliner sollen generell ziemlich schnell austrocknen und das ist bei mir auch der Fall gewesen. Was jetzt nicht so cool war, aber egal. Jedenfalls habe ich von Makeup Revolution jetzt diesen Eyeliner hier bestellt. Der kostet, glaube ich, 4,45 €. Das hier ist so ein doppelseitiger Eyeliner. Fand ich ganz interessant. Wie gesagt, von Revolution, Makeup Revolution landen. Falls ihr euch übrigens fragt, was für einen Nagellack ich drauf habe. Der steht hier gerade, deswegen dachte ich, zeige ich euch direkt, bevor jemand fragt. Das ist von Essence. Der nennt sich Nummer 53, When Tomorrow Comes. Heute ist sogar schon ein neuer Vlog rausgekommen. Irgendwie bin ich im Moment voll in Vlog-Fieber, weil es mir voll Spaß macht. Und ja, ich habe vorhin auch noch mein Video für Sonntag hochgeladen, also auf meinem Hauptkanal. Und zwar ist es das hier. Es möchte nicht fokussieren. Sekunde. Das möchte immer noch nicht fokussieren. Finde ich nicht cool. Ja. Jedenfalls ist der Titel Ich bei The Voice. Und ich kann euch sagen, ich war wirklich dort. Also das ist nicht einfach nur ein klickgeiler Titel, wo ich dann einfach nur ein Frage- und Antworten-Video mache. Ich habe, glaube ich, jetzt 3 oder 4 Stunden nicht gefilmt, weil ich die ganze Zeit an meiner Facharbeit saß. Ich bin jetzt auch schon fast fertig. Ich muss noch Einleitung zu Ende schreiben, Fazit und noch einen Unterpunkt, und zwar Einfluss durch Migration. Und ich wurde schon voll oft gefragt, ob das meine echten Nägel sind. Wie man sehen kann, nee, sind es nicht. Wegen so einem Fotoshooting, was ich hatte. Darüber werdet ihr bald noch Bescheid bekommen. Und wegen der Tour jetzt halt, weil ich weiß nicht, ich wollte da halt einfach mal wieder schöne Nägel haben. Also, ich finde es irgendwie immer so voll hässlich, also wenn die Natur bleiben. Irgendwie muss ich die nach einem Tag oder zwei schon wieder ändern, wie ihr es jetzt gerade auch gesehen habt. Heute habe ich diesen einen grau-grünlichen Nagellack da drauf gehabt und ich hatte schon keinen Bock mehr drauf irgendwie. Ich weiß auch nicht. Und ja, deswegen werde ich das jetzt gleich mal ändern. Und ich habe mir auch vorgenommen, eigentlich noch meinen Schminktisch aufzuräumen. So, ich bin fertig. Ich war gestern noch bei DM und habe mir ein neues Augenbrauengel gekauft, weil guck mal, wie das aussieht. Das ist echt nicht mehr schön. Das ist einfach komplett leer eigentlich und hat so richtig eine richtig eklige Farbe. Und das, wow,
Das hier gab es jetzt leider nicht mehr. Das ist von Catrice, der Lash & Brow Designer. Ich habe jetzt von Essence den die Lash & Brow Gel Mascara, wie auch immer, geholt. Jetzt lackiere ich mir die Nägel, würde ich sagen. Und zwar nehme ich dafür meinen Lieblingsnagellack, den Essie Blanc. Hallo, wie ihr sehen könnt, es ist der nächste Tag. Wir haben gerade fast 10 Uhr, ich habe eine Freistunde und habe gerade den Vlog geschnitten. Gemerkt, dass ich ihn gestern nicht beendet habe und meine Nägel sind mittlerweile weiß. Kleines Update. Und ja, ich würde sagen, ich beende den Vlog dann jetzt auch hier. Das war meine Intention, warum ich die Kamera jetzt angemacht habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!